wenn Sie ein konkretes Problem haben und da passt eine digitale Anwendung darauf oder einen Prozess zu digitalisieren oder eine neue Software einzuführen oder was auch immer, dann nutzen Sie das. Aber nicht einfach nur digitalisieren, weil Digitalisierung. Herzlich willkommen, Matthias Wendo von WIF GmbH, der Geschäftsführer. Und wir haben ja das Projekt Tourismus 4.0 in Schleswig-Holstein und möchten einige Fragestellungen klären für touristische Unternehmen in Schleswig-Holstein, kleine mittelständische Unternehmen. Ihr habt unter anderem auch digitale Gästekarten mit im Portfolio. Was kann das für ein Ansatz sein? Wie kann das für unterschiedliche Leistungsträger auch sinnvoll sein, die einzusetzen? Genau, also das Thema digitale Gästekarte ist ja kein Selbstzweck. Also die Frage ist immer, warum will eine Destination, warum wollen Leistungsträger, Hoteliers, aber auch Freizeitanbieter, warum machen wir so eine Gästekarte? Warum muss die digital sein? Warum muss das ein digitales Produkt sein? Und es geht letztendlich geht es um den Anteil der Wertschöpfung. Also was wir versuchen ist, in den Destinationen die Wertschöpfung zu erhöhen. Dass eben, wenn Gäste kommen, dass sie eben eine höhere Wertschöpfung oder dass wir eine höhere Wertschöpfung erzielen wie vor Einführung der Gästekarte. Wir benutzen dazu immer einen relativ einfachen Ansatz. Wenn wir von Gästekarten sprechen, dann ist unser Ansatz eben immer der, dass wir für den Gast die Destination in Anführungszeichen kostenlos verfügbar machen. Also wenn Sie jetzt in eine Destination oder wenn ihr jetzt in eine Destination fahrt, wo eine Gästekarte von uns da ist, zum Beispiel der Hochschwarzwald oder das Saarland oder Oberstaufen oder Bad Hindelang, dann checkt der Gast ein, also bucht sich die Unterkunft, checkt ein und beim Check-in bekommt er direkt die Gästekarte. Das heißt, er muss sich gar nicht großartig bemühen, wo kann ich eigentlich die Gästekarte, wo bekomme ich die eigentlich her, sondern er bekommt sie von seinem Gastgeber geschenkt und damit die Destination. Dann machen wir es auch da wieder so einfach wie möglich. Das heißt, der Gast, der hat eben nicht da 50 Cent Rabatt und da 10% Rabatt und da wieder ein bisschen und da kriegt er vielleicht noch einen dritten Kaffee, wenn er davor zwei getrunken hat, sondern wir sagen, naja, wir wollen, dass alle Leistungen, die wir für ihn einsammeln und die wir ihm verfügbar machen, kostenlos verfügbar sind. Das heißt zum Beispiel auch kostenlos Skifahren jeden Tag seines Aufenthalts oder kostenlos in die Therme jeden Tag seines Aufenthalts. Ja, also wir versuchen da alle touristischen Leistungen zu bündeln und die für ihn eben kostenlos verfügbar machen. Was wir eben sehen in Destinationen, in denen wir das eingeführt haben, ist, dass wir einen starken Anstieg an Übernachtungen haben. Es ist ein freiwilliges System, also Gastgeber und Leistungspartner können da freiwillig mitmachen. Der Gastgeber zahlt eine Umlage pro Gast pro Nacht in einen großen Topf rein und aus diesem Topf wird dann eben an die Leistungspartner ausgeschüttet. Das heißt, alle haben einen Mehrwert. Die Gastgeber haben mehr Übernachtungen, also die Übernachtungen steigen. Sie profitieren von dem Fakt, dass die Gäste eben den ganzen Tag quasi ihren Geldbeutel nicht aufmachen müssen für Freizeitleistungen, sondern dann auch unter Umständen, wenn das Hotel oder der Gastgeber ein gutes Angebot hat, einfach das Angebot nutzen, Wellness, Massagen, aber auch mal anstatt ein Viertel Wein, vielleicht die Flasche Wein. Von solchen Dingen profitieren die Gastgeber. Und wir sehen eben, dass mehr Leistungen genutzt werden und dass öfter mal eine Leistung genutzt wird. Letztendlich werden natürlich auch Daten erhoben in dem Zusammenhang, Kundendaten, die vielleicht auch zur Profilbildung dienen können, letztendlich auch dann natürlich die Wünsche des Kunden noch besser berücksichtigen können. Welche Entwicklungen sind da noch geplant oder gibt es eventuell auch Weiterentwicklungen dieses Systems für die Zukunft? Ja, also das Thema Daten ist auf der einen Seite ein ganz sensibles, jetzt mit der neuen Datenschutzgrundverordnung muss man da tatsächlich aufpassen, welche Daten man erhebt und wie man die verwendet, wie man die löscht und welche Einverständniserklärungen man sich einholen muss. Letztendlich ist aber so, dass mit der digitalen Gästekarte, wir noch mehr Fußabdrücke des Gastes in der Destination sehen. Also wir wissen, was ist das für ein Typ Gast, also reist der mit der Familie oder reist der als Pärchen oder alleine oder ist das vielleicht sogar ein Junggesellenabschied oder ein Jungsausflug. Und wir sehen eben auch, Mensch, was machen denn die eigentlich? Also fahren die mit der Bergbahn, gehen die ins Museum, nutzen die eher einen Indoor-Spielplatz, weil es eine Familie ist. Und können eben aus den ganz vielen Vergangenheitsdaten, können wir eben schon Informationen bereitstellen für
für zukünftige Gäste. Das heißt, wenn die Gäste anreisen und wir sehen, es ist eine Familie, dann können wir tatsächlich auch schon sagen, guck mal, wenn es schlechtes Wetter ist, um die Uhrzeit ist es im Indoor-Spielplatz total toll. Das darf man natürlich nicht so drücken, also ihr müsst jetzt da und da hingehen, also nicht so Big Brother is watching you, sondern tatsächlich so ein schönes Gefühl vermitteln und wenn du die Informationen brauchst, dann kannst du sie zu jeder Zeit haben. So, das ist eigentlich die Intention da. Was so der Trend ist oder wo es jetzt gerade hingeht, ist das ganze Thema Geofencing und die Verortung in der Destination. Also wenn der Skilift bei strahlendem Sonnenschein, frischem Schnee eh schon knüppelvoll ist in der Destination, dann könnten wir den Gästen auch sagen, na pass mal auf, du bist jetzt gerade auf dem Weg dahin, schau doch mal, komm in 2 Stunden wieder, guck dir noch ein Museum an oder guck dir noch, geh noch irgendwie in einen Indoor-Spielplatz oder mach verschiedene andere Leistungen, weil der Skilift ist gerade total überfüllt, das bringt nichts, wir haben 2 Stunden Wartezeit oder wie auch immer und können dadurch eben auch nochmal bessere Informationen bereitstellen. Und diese Informationen werden dann über zum Beispiel auch über die Endgeräte des Kunden, also über Smartphones ausgegeben oder wie wird der Kontakt dort dann hergestellt? Idealerweise ist das so, ja, also bring your own device. Mhm. Der Gast hat sein Smartphone eh immer in der Tasche oder sein iPad oder wie auch immer. Und da ist es natürlich am allerbesten, weil du da total nah am Gast dran bist. Und wenn der Gast einwilligt und wenn der Gast das will, wenn er online affin ist oder wenn er das braucht oder wenn er daran zieht, dann ist das am allerbesten, ja, weil du dann ganz nah dran bist und du kannst dem eben echt immer dann den Echtzeit-Content ausspielen. Mhm. Also in dem System geht es quasi um die Bündelung von verschiedenen Leistungsträgern für den Kunden. Ein anderer Ansatz, der auch in digitalen Transformationen häufig auftaucht, ist die Organisationsstruktur eines Unternehmens. Welchen Einfluss hat da die Digitalisierung momentan? Agile Organisationsstrukturen tauchen da immer wieder auf. Wie sieht das aus? Was könnt ihr da für Hilfestellung geben? Oder wie können dadurch auch vielleicht Freiräume für Innovationen und neue Dinge geschaffen werden in Unternehmen? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, mit der wir uns sehr stark beschäftigen, sowohl bei uns im Unternehmen, aber auch unsere Kunden, die wir beraten. Die Frage, die sich für uns immer stellt, also Kunden kommen zum Beispiel und sagen, wir wollen jetzt Digitalisierung bei uns einführen. Boah, das ist dann, sage ich mal, schwierig, weil warum willst du das machen? Also warum glaubst du, dass du mit Digitalisierung Probleme löst? Und wenn, welche Probleme hast du denn eigentlich? Ja, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, aber irgendwie machen es alle. Also warum ich, dann will ich es auch. So. Digitalisierung ist einfach unser Ausdruck in unserer heutigen Gesellschaft für Rationalisierung oder für Effizienzgewinn. Früher war das mal die Dampfmaschine. Also früher hat die Dampfmaschine eben dem Bauern geholfen, irgendwie schneller sein Feld zu mähen. Und heute ist es nichts anderes mit Digitalisierung. Also Digitalisierung hilft uns sicherlich dabei, Dinge schneller zu erledigen oder Dinge automatisiert zu erledigen oder komfortabler zu erledigen. Aber ich warne immer, irgendwas digitalisieren zu wollen, der Digitalisierung willen. Sondern die Frage ist, welches konkrete Problem löst du damit? Und Unternehmen, die Höchstleister sind, die wirklich eine starke Wertschöpfung haben und die beschäftigen sich nicht mit Digitalisierung. Für die ist das einfach nur ein Klapperbegriff, das ist einfach nur eine Worthülse für die, sondern die nutzen Digitalisierung, klar, aber sie machen nicht Digitalisierung um der Digitalisierung willen, sondern wenn sie ein konkretes Problem haben und da passt eine digitale Anwendung darauf oder einen Prozess zu digitalisieren oder eine neue Software einzuführen oder was auch immer, dann nutzen sie das. Aber nicht einfach nur digitalisieren, weil Digitalisierung. Also auch hier ist dann gefragt, ausgehend vom Unternehmenskonzept her, von den eigenen Kernkompetenzen, da interessante Wege zu finden in die Digitalisierung oder auch in digitale Prozesse, die für das Unternehmen passend sind und die eingesetzt werden können. Wenn wir jetzt zum Beispiel von einem kleinen mittelständischen Hotel ausgehen, die bisher noch zum Beispiel über Bücher die Buchung verwaltet haben und eine Internetseite haben, wie könnten die eventuell noch weitere Kunden erreichen oder auch eventuell auf den Zug aufspringen von digitalen Gästekarten zum Beispiel? Wäre das ein Ansatz auch?
Ja, also das Thema Digitalisierung im Hotel ist sicherlich das Thema Buchung. Also was habe ich eigentlich für ein PMS-System, also was habe ich für ein Buchungs-Reservierungssystem in meinem Hotel und welches passt da zu mir? Oftmals ist es ja so, dass die großen Player, also die sehr stark sind in den Märkten, die stellen oftmals auch, das sehe ich in meiner Praxis ganz oft, die stellen auch kleinen Hotels oder kleinen Gastgebern einfach einen Mercedes hin, so eine S-Klasse als System. Und die brauchen das dann eigentlich gar nicht. Und das kostet echt viel Geld. Du musst Lizenzen zahlen, die Einführung und irgendwie fühlt sich alles komisch an. Also ich würde da auch immer darauf plädieren, dass die Anwendung, die auch vor allem so mittelständische kleine Hotels sich ins Haus holen, dass die dann auch wirklich mal getestet werden können, dass man da mal gucken kann, wie sieht die Oberfläche aus, was für Probleme habe ich oder was für Anwendungsfälle habe ich und kann ich das mit diesem System, vereinfacht mir das die ganze Sache. Das ist klar, das Thema Buchung, aber auch allgemein Prozesse, so ein Bestellprozess zum Beispiel, also wie bestelle ich Dinge. Da gibt es oftmals auch ja noch so, Regal ist leer, dann muss ich wieder nachbestellen. Seifen oder Verbrauchsgüter einfach in den Hotels. Da gibt es sicherlich auch tolle Systeme, die das Ganze verwalten. Auch da wieder plädiere ich immer drauf, das sehr schlank zu halten und wirklich für den Anwendungsfall im Einzelnen zu schauen, was ist denn eigentlich das Beste für mich. Dann das Thema Meldung ist ganz klar, also Online-Meldeschein und das zieht sich dann eben so durch. Und wenn die Destination sich dafür entscheidet, eine Gästekarte einzuführen, dann natürlich auch die Gästekarte dann ausstellen in einem Workflow, um das so einfach wie möglich zu machen.